Hallo und herzlich willkommen zu Pilze unter der Lupe. Heute möchte ich euch mal das europäische Goldblatt vorstellen. Das europäische Goldblatt wäre essbar, aber ist ein sehr seltener Pilz. In der Schweiz gilt er sogar als potenziell gefährdet. In Deutschland kann man allerdings eine Zunahme der Population sehen. Er gehört der Gattung der Blätterröhrlinge an und ist somit der einzige Vertreter seiner Art im europäischen Raum. Er ist ein Symbiosepilz und geht bevorzugt Symbiosen mit Eiche oder auch Buchen ein. Finden kann man das europäische Goldblatt vom Frühsommer bis in den Spätherbst hinein. Sein Geruch ist angenehm pilzartig und der Geschmack wäre mild. Der Hut vom europäischen Goldblatt kann 2 bis 7 cm im Durchmesser werden. Farblich erscheint er rotbraun bis purpurbraun. Die Hutoberfläche erscheint trocken, samtig und manchmal aber auch glatt. Die Lamellenfarben variieren von goldgelb bis leuchtend gelb. Sie sind angewachsen und herablaufend, manchmal auch gegabelt. Die Zwischenlamellen sind quer verbunden. Das erklärt auch ein bisschen den Gattungsnamen, und zwar Blätterröhrlinge, weil sie stellen den Übergang zwischen Lamellen und Röhrenpilzen dar. Der Stiel vom europäischen Goldblatt kann 3 bis 4 cm hoch werden und maximal 10 mm im Durchmesser. Die Farbe erscheint rotbräunlich und er ist immer ein bisschen gekrümmt. Zur Stielbasis ändert sich die Farbe zu hellgelblich. Die Sporenpulverfarbe ist gelb-oliv-bräunlich. Im Schnittbild kann man erkennen, dass das Fleisch gelblich mit rötlichem Schimmer ist. In Kontakt mit Luft verändert sich die Farbe nicht. Also er bläut nicht oder errötet nicht. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Über ein Abo oder über einen Kommentar würde ich mich natürlich auch freuen. Ja, und vielleicht sehen wir uns dann bald wieder bei Pilze unter der Lupe. Tschüss!